Oh, aber ich bin der Tolle. Danke fürs Reinquatschen in mein Intro. Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Danganronpa Version 3. Denn das kommt im September am 28. oder so raus. Die Demo! Wenn das jetzt noch nicht klar war. Wir spielen die Demo. Und ich habe irgendwie keinen Mauszeiger, aber please select which voice language. Voice machen wir natürlich Japanisch, denn Japanisch ist toll, vor allem wenn es aus dem Japan kommt, das Spiel, dann nimmt man immer die japanische Originalstimme. Wenn das Spiel aus England kommt, sollte man die englische Originalstimme nehmen. Es passt einfach besser. Außer Japanisch klingt es besser. Was es in der Regel immer tut. Japanese! Ah, ich bin nicht richtig im Spiel drin, habe ich das Gefühl. In this demo, you may start by exploring the school or just skip ahead to the class trial. During the class trial... Okay, irgendwie stört mich das gerade. Kann ich bitte richtig in das Spiel... Och, ich hab... jetzt den blöden Rand da unten. Moment. Vielleicht kriege ich das irgendwie... So, jetzt habe ich es hingekriegt. Super! Und das war jetzt bestimmt sehr laut, weil ich habe ein neues Mikro. Ich habe mir ja so ein Standmikro gekauft. Für den Tisch und... ja. Mal gucken, wie das so läuft. So. Mal sehen, wie das so klingt und läuft und bla bla bla. During the class trial, the evidence you gather by exploring will be presented as you debate. Okay. If this is your first time, it's strongly recommended that you start from the beginning. Nope. Where would you like to start? Start from the beginning. Thank you! Ich liebe Danganronpa. Ich werde auch noch die anderen Teile irgendwann let's playen, weil ich liebe Danganronpa. Es ist ein sehr interessantes und spannendes Spiel, muss ich wirklich zugeben. Zuerst mal so, das Spiel existiert schon Jahre und ich habe es jetzt erst richtig gefunden, dank einer Freundin von mir. Hi Maria, falls du das siehst. Hi, danke fürs Vorstellen quasi. Kaede. Was? Okay. Kirumi! Rantaro. Oh. Hi. Rantaro. Ich glaube, es sind sogar alle Charaktere aus den alten Teilen dabei. Was an sich komisch ist, weil die meisten gestorben sind. Aber gut. Oder sind alle dabei, die überlebt haben? Keine Ahnung. Okay, Tenko erinnert mich total an Aoi. Maki. Alter, sind das viele Charaktere. Himiko. Angie? Ryoma? Miu? Kaito? Okay. Ich sehe eindeutig, dass auch Makoto wieder dabei ist. Oder wieder hieß. Monokuma! Monokuma ist toll. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie mag ich Monokuma. Ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Nur mal so. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gespielt, weil ich den ersten Teil leider noch nicht beendet habe und dann habe ich meinen PC neu gestartet und jetzt muss ich sowieso alles neu machen. Also kann ich auch direkt damit starten, dass ich es let's playen werde, was ich auch noch tun werde. Aber es gibt eben halt momentan andere Spiele, die ich zuerst let's playen möchte. Und das Spiel, Teil 3, braucht ja auch noch ein bisschen, bis es rauskommt. Junge, dein Hemd war gerade total irritierend von dem rechts, dem Typen. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke an Maria, dass sie mir das Spiel vorgestellt hat, quasi, weil, früher, ich hab gesehen, dass es diesen Anime gibt und ich dachte, klingt interessant, dann habe ich die Bilder gesehen und dachte, bei der Grafik, nein, danke. Der Zeichenstil hat mich einfach nicht angesprochen. Dann habe ich angefangen, das Spiel zu spielen, dank Maria. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel genial. Es ist wirklich so, es ist wirklich gut gemacht. Es erinnert mich ein bisschen einfach an so ein Survival-Spiel einfach. Es ist quasi ein Survival-Spiel. Man muss herausfinden, wer der Mörder ist. An sich ist es eher ein Werwolf-Spiel. Es ist wirklich wie ein Werwolf-Spiel, deswegen gibt es auch Werwolf-Spiele quasi dazu. Und, ja. Was mir einfällt, ich werde vielleicht auch noch mir Escape Zero Escape kaufen für Steam, weil ich liebe die Spielereihe. Das ist auch eine sehr gute Spielereihe. Sehr spannend auch. Also, ich kann Danganronpa und Zero Escapes sehr empfehlen.
Aber wie gesagt, momentan gibt es einfach andere Spiele, die ich lieber spielen möchte. Nur die Demo wollte ich euch jetzt einfach zeigen, weil ich bin schon sehr gehypt auf das Spiel. Ich bin schon sehr gehypt. Ich will dieses Spiel haben. Und ich werde es mir auch kaufen, weil Danganronpa ist einfach genial. Welche anderen Spiele ich gerade zurzeit habe, sind Life is Strange, weil ich jetzt Let's Playen, bevor The Storm rauskommt. Und bevor The Storm kommt, quasi genau dann raus, wenn ich in den Urlaub fahre. Freitag bis Montag bin ich nicht im Urlaub. Nicht wundern. Ja. Und das andere Spiel, was ich zurzeit ja Let's Play, kennt ihr ja schon, ist The Letter. Bleh. So, I guess I should start by introducing myself. Ja, das wäre super. My name is Kaede Akamatsu. Beautiful name. Kaede, der Name sagt mir was. War das nicht der Name von der Schwester von... Kikyu aus Inuyasha? Ja, die hieß, glaube ich, Kaede. Aber irgendwie kenne ich den Namen, glaube ich, auch noch. Egal. My last name roughly means passionate red maple tree. Oh, schön, dass das so übersetzt wird. Nice. Und was bedeutet Kaede? It doesn't really fit me, but I still like my last name. Huh? Wait, who am I even talking to? I was walking my usual route to school when... Huh? Why is it so dark? Huh? Well, this looks futuristic. Ich hoffe wirklich, Camtasia nimmt das gerade vernünftig auf, ansonsten raste ich aus. Ich überprüfe eben kurz, ob Camtasia das vernünftig aufnimmt. Moment. So, ich habe überprüft, ob das auch wirklich richtig aufnimmt. Und ja, Camtasia nimmt es richtig auf. Gut. Oh. Jetzt muss ich mit der Maus. Hallo? Oh. Oh. Alter, warum ist die Musik so laut? Yeah, it's a classroom, alright. But I don't recognize it at all. Why was I sleeping here? Mega Sameta. Ohio, Akamatsu-san. Makoto, is that you? Yes, it is Makoto. Who are you? How do you know my name? Do we know each other? I don't remember you though. Ah. Sorry, if I scared you, let me introduce myself. Makoto. No, you're not! Wenn ich mich... Ich glaube, Maria hängt mir ständig damit in den Ohren, dass es gar nicht stimmt, weil es irgendwie Nagito aus dem zweiten Teil das eigentlich ist, aber naja. Ultimate Lucky Student? Yeah, I'm a student at this academy. Every year they choose one student in the whole country by lottery. And they attend this academy as the ultimate lucky student. Only one student in the entire country? That's amazing! You must be really lucky. Hmm. I didn't know luck could be considered an ultimate talent. I guess, and I suppose I'm your upperclassman. Classman? Entschuldigung. Senpai. Senpai! Senpai, notice me! Nice to meet you again, Ultimate Pianist Kaede. Aber ich dachte, es gibt von jedem Ultimate nur eins. Zumindest hat mir das Maria gesagt. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt, aber eigentlich kann es von jedem Ultimate immer nur einen geben. Naja, mal sehen. What? You're my upperclassman? Oh, I'm very sorry, Mr. Makoto. I thought... Hey, don't worry about it. No need for the mister. Wait, now that I think about it, I haven't even introduced myself yet. How did you know I was the ultimate pianist?
Oh, information about the new students is public record. I just looked at that. New students? I already attend a high school, so... Hey, Makoto? Where are we? What is this academy? Maybe it's best to just show you. Could you try checking that desk? That desk? Which one? Hey there, I'm sure you're confused right now. You're thinking, where am I? Well, I can explain that, but I can give a basic explanation about the controls. Move your mouse to control the reticle on the screen. Yeah. When you have a target in your sights, left click to investigate. Hold down right click and move the mouse to adjust your view. You can also press the spacebar to smack objects around. Who knows, you might find something amazing. You can always press the Q key to return objects to their original position. So relax. However, not every object is able to be moved. Thank you for understanding. If you press the Enter key, a mysterious investigative power will activate. Sorry, I know this is a lot of information. Investigate this place thoroughly. That's how you progress the story, you know? You should fully investigate this area first. Oh my god, what the fool? This is the demo. Everybody gets around. Nice. Ooh. Das ist schön. Das ist aber neu, oder? Also das war im ersten Spiel auf jeden Fall noch nicht. Makoto, don't look at me like that. And why are you here? This is nice. Is this a blackboard? It's not weird to see a blackboard in a school. This blackboard is also an LCD screen. That's something you don't see every day. Ja, Whiteboards sind jetzt schon gekommen, ne? Ja, aber... Okay, die sind keine LCD-Screen. Ja. Ich finde immer noch geil, dass hier jetzt, wenn ich Enter drücke, steht, This is the demo, everybody gets around. Is this a monitor? Nothing's on display. This definitely does not feel like a school. Wie kann ich eigentlich speichern? Ah! He told me to check that desk, right? I wonder why. Ja, in Demos kann man nicht speichern. Sag mal, was war Q? He told me... Okay. Locker. It's just an ordinary locker. I don't know what else to expect from a locker. Okay. I can see moss outside the window. But there's a barbed wire on them. Hi, mein Schatz. Geh wieder zum Papa, ja? Da ist nichts drin, Schatzi. Geh zum Papa. Geh zum Papa, geh zum Papa. But there's barbed wire on them. Why are the school windows covered in barbed wire? Genau, was soll der Unfug? Huh? Makoto Nagi. Nee. Hey Makoto, what is this academy? Maybe it's best to just show you. Could you try? Okay. Sagt mir nur dasselbe wie sonst. Gibt es hier sonst noch was, was ich untersuchen könnte an der Wand? Nö. Okay. Doch. Papa mal seine Hose. He told me to check that desk, right? I wonder why. Ah, okay. Ich darf nicht gehen.
I was resting my head on this desk when I woke up. Ew, I drooled a little on it. I need to clean that later. So, on this desk, there's a letter? If you want to progress the story, come to the gym. But please be careful, there are other people wandering around. If you talk to them, you'll end up having to listen to their introductions. Deja vu! I've just been in this place before. Sorry, there's no time for that right now. Anyway, come to the gym. Seriously, please. Seriously, please? What do they mean by please? Bitte? Please? Bitte? The? Egal. I feel like this is a prank. But I wonder what's at the gym. And who are these other people? I checked my desk like I was told, but I'm even more confused now. Hey, Makoto, does this mean there are other people in this academy besides us? You aren't the only new student. Everyone's waiting for us outside. It might be good to greet everyone before we head over to the gym. Of course, if you wanted to, you could go straight there. It's up to you. Okay, got it. Wait, I'm a new student? What does it mean? Jeez, why is this happening? What the hell is this academy? Let that fire me out. What the hell is this? You can leave a room by pressing the escape button or interacting with the door. Cool. Das ist noch. Mann, no! Also, so gesehen, wenn ich Escape drücke, zeige ich mir genau die Objekte an, die ich untersuchen soll. Seht ihr? Na gut. Let's go! You can move through the hallway with the WASD key. If you hold down the left shift key while moving, you can run. You can also look around by moving the mouse. Right click to bring up a large map. What a convenient world this has become. Well then, off you go! Find your classmates! Okay. Oh. Das war, wo ich zuerst war. What is this? Why can't I end this? Hello, Rantaro. Yeah. Oh, hey there. You guys get kidnapped too? Well, you both look alright. That's good. Yeah. Situation could be better though. Yeah, totally. Isco. Hey, let me ask you something. Do you guys remember how you got here? I don't remember, but maybe Makoto knows? He seems to be a student of this academy too. Oh, is that right? Yeah. Yes, but even I don't fully understand how I got here. Huh? Really? Yep. So you don't remember how you got here either. I guess that means everyone here is the same. Huh? Everyone? Yeah. I asked the others too. They all said they don't remember. So the others don't remember either. It's like we all have amnesia or something. I guess so. Wait, amnesia's a stretch. We're probably just confused. I'm sure we'll remember eventually. Yeah. Sure, could be group hypnosis, maybe brainwashing. In any case, I hope we remember soon. Otherwise, I'll end up the outcast. The outcast? What do you mean? To tell you the truth, how I got here isn't the only thing I don't remember. I also forgot my own talent. What? Phew, I'm in trouble. I know I must have been some kind of ultimate. I just don't remember. Is that true? Of course it is! But then again, I don't blame you for not believing me. I never told you my name, did I? My name is Amami Rantaro. Aww, he sounds
mag ihn jetzt schon. Ich werde der Erste, der stirbt. Alle, die ich mag, sterben. Naja, nicht alle, aber naja. He's cute. Ultimate. So da. Wer ist ja ein Ultimate Detective? Das wäre unheimlich. Oh, Makoto, you saw the documents about all the incoming freshmen, didn't you? Did you happen to see what Rantaro's talent is? Well, in the document I received, it didn't say anything about Rantaro. Huh? Really? Then maybe I'm here by mistake? To be honest, I don't remember anything about being a freshman either. No, that's not true. You're an ultimate student, without a doubt. Huh. You sound awfully sure. Well, it's not so strange that you weren't on the document. It only contained public information. Some ultimates don't want their talents known so openly. I wouldn't worry about it. One day your talent will become clear. Well, I'll take it. For someone who can remember his talent, he doesn't seem too shaken up about it. Is it weird that I'm not really bothered by the fact that I don't remember my talent? What? You know, I'm actually kinda looking forward to finding out. I wonder what ultimate I am. Anyway, it'd be nice if we could get along. We aren't going anyway for a while. Stop that! We'll escape soon! You really think it's gonna be that easy? Huh? What do you mean? Nothing. Just a feeling. Hey, don't worry about it, alright? Okay, wenn du das sagst, Junge. Ich wäre mir da nicht so sicher, aber gut. I thought he would be a pretty guy to talk to. I have no idea what's going through his head right now. Also, ich mag ihn jetzt und irgendwie wirkt er süß. Aber warum kann ich nicht durch diese Tür? Oh, wait. Huh? What's the matter? I told you I would leave it to you, but I do have some advice. The gym is on the first floor and I think everyone else is there too. So you might want to check out this floor first. Makoto seems to know what he's talking about. So I should listen to him. Wirklich? Ich würde sowas von herausfinden wollen, wohin diese Tür führt. Aber na gut, wenn Makoto das sagt, hören wir auf Makoto, weil... So muss das sein. Weil darum. Hör mal. Okay, Leute, aufhören, rumzuhalbern. Moment, kann ich nicht irgendwas mit... Ich will noch mal kurz in das Klassenzimmer gehen. War da auch irgendwas mit der rechten Maustaste oder nicht? Also, nee, das war ja das. War nicht irgendwas mit Q? Und R? R ist lief, okay. No. Kann doch irgendwas mit Q machen oder nicht? No. Ui. Haha, so kann ich das ausblenden. Nice. Okay, hier ist echt nichts. Na schön. Yes, I want to leave. Yeah. Kann doch irgendwas mit Q machen. Hallo, du siehst unheimlich aus. Are you a girl? Are you a girl? Bist du eigentlich ein Mädchen? Im ersten Teil hatte sie auch jemand, die eigentlich ein Mädchen war. Sie sah noch nicht sehr weiblich aus. Wobei sie sah weiblicher aus als du, aber gut. Bist du ein Mädchen? Wenn ja, dann sag's mir bitte jetzt. Okay, ich glaube, er ist kein Mädchen, aber gut. Hi, Gonta. Wow, this guy looks scary. So big and muscular. Hello. Okay, nein, ich stehe nicht auf so muskulöse. Ein bisschen ja, aber nicht so extrem wie der da. Oder wie Sakura aus dem ersten Teil. Ich liebe Sakura. Nichts gegen Sakura. Ich liebe Sakura. Sie ist toll und süß und super. Aber zu viel Muskeln. Ich bin immer noch
Egal. Excuse me? Hä? Oh. Arigato. Oh Gott, ist der süß! Ich mag den jetzt schon, der ist ja voll niedlich. Oh mein Gott, hat er ein süßes Lächeln. Hä? Thank you. Gumme. Ist okay, du bist süß. Ich mag ihn jetzt schon und er hat eine süße Stimme. Ich kenne ihn irgendwoher. Ich guck Animes manchmal auf Japanisch, deswegen kenne ich manchmal japanische Stimmen. Oh, sorry for scaring. Gonta, scary looking. Most people not wanna talk to Gonta when meeting for first time. So, like gentlemen, Gonta says thank you. Thank you for talking to Gonta. Warum redest du von dir in der dritten Person? What is this? Aber ich bin ja süß. Ja, Gentleman. Oh Gott, ich mag Gonta jetzt schon. Oh mein Gott. Thank you for being so polite. He looks scary, but he doesn't seem very scary at all. Oh, right. Gonta need to make introduction. Name wa Gokhara Gonta de. Chou koukou kyū no konchū hakasa nan da. Ah, Gokhara und nicht Gokuhara. Hm, interessant. Entomologist? Was heißt das? Schatz, was ist ein Entomologist? Verdammt! Ich dachte, du kannst Englisch so gut! Ja, das google ich jetzt kurz. Entomologist. Was ist das? Ein Entomology ist the science of... It's a scientific study of insects, a branch of zoology. Ah, okay. Er untersucht Insekten. Jetzt machst du doch wieder was. Gonta wa shinshi ni naritai nda. Hontou no shinshi o mezashiteiru nda yo. Ah, das ist so süß. Ich bin ein Typ niedlich, ich warte jetzt schon. Gonta, du bist toll. Er hat zwar tierische Muskeln, aber das ist total süß. Alter, das ist so typisch einer. Er sieht nach außen hin total unheimlich aus, aber wenn man ihn das kennenlernt, mag man den total. Man darf Leuten niemals vor den Kopf schauen, aber das ist das Erste, was man tut. Oh, so you're Gonta. That's a really cute name. Oh, er ist rot geworden. Oh mein Gott, ich mag ihn jetzt rot. Oh Gott. Ich mag Gott. Really? Thank you. Oh, you're actually pretty nice. Telling me for being so scared at first. Yappari. I see. Because Gunter's scary looking, right? Oh, sorry. That's not what I... Mm-hmm. No, it's okay. Gonta used to it. Gonta called scary since he was a kid. Since you were a kid, huh? By the way, you said you're an entomologist, right? What? Masaka. You like bugs too? Huh? Bugs? Well... Ja. Oh my god, jetzt wird er unheimlich. What the hell? Was ist los mit dem Typen? Ich finde den echt nice. Ich mag den. Er ist so süß und dann ist er unheimlich. Oh, you hate bugs? Wait, what? You hate bugs? No, of course not. I don't hate them. I love them. Yokatta yo. Oh, okay. That good. No bad person likes bugs. You're right. Even if you didn't like bugs, I wouldn't want to break the news to Gonta. To be honest, I don't really like bugs, but I should keep that a secret. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht, aber... Wow, Gonta, you're a scary person. Ich mag Gonta, aber der kann echt unheimlich sein. Oh, das ist irgendwie immer noch so creepy, wenn man so, die verfolgen einen.
Das habe ich schon im ersten Teil online. Wenn die einen so verfolgen, dann denke ich immer so, nee, auf mich gerade zu starten. Oh mein Gott, ich bin gerade durch. Ich bin durch den Gonta durch. Oh mein Gott, ich bin in Gonta drin. Ich sehe gerade aus der Sicht von Gonta. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Ich mag Gonta. Er ist süß und unheimlich. Das finde ich gut. Warum habe ich eigentlich so eine niedrige Sicht? Wie klein bin ich bitte? Wie nah am Boden bin ich bitte? Ich meine, schaut euch das an, das sieht so aus, als würde ich direkt auf dem Boden sein. Wie klein bin ich oder krabbel ich einfach die ganze Zeit? Das sieht gar nicht so futuristisch aus wie da im Klassenzimmer alles. Da geht's weiter, da geht's. Okay, Pumpe. Hört auf mich an zu starten. Bist du die? Das ist der, den man spielt im zweiten Teil. Also das ist der, den man im zweiten Teil spielt. What are you doing here? Moment, heißt das, die Überlebenden müssen auf ewig in dem Teil verweilen oder was? That's... Oh, sie sieht süß aus. Oh, Angie, you're cute. Ich rede gar nicht mit dir, okay? Monitor. Level up! What? Okay. It's a monitor for communicating with us. But there's nothing displayed right now. I wonder if these monitors have been installed all over the school. Wahrscheinlich. Was ist das? Achso, komme ich auf den südlichen Teil. Okay. Dormitory. Huh. Oh, da darf ich hin? Echt? Cool. Ah. Oh, da kann ich mich umsehen. Aha, das ist... You look like Nier Automata Figur, Pussy. Nier Automata? Nier Automata. Okay, who is that? Warum ist der Typ so klein? What the hell? Okay, hier sind 6000 Türen. Die ich mir alle angucken kann. Klick, klick. It won't open. I guess it's locked. Wahrscheinlich sind alle verschlossen. Jo. Krieg ich da nicht Punkte? Ja, ich krieg da Erfahrungspunkte. What the heck? Guck mal, Mama. Hab ich auch schon mal mit ihm gemacht. It's a monitor for communicating with us. Ja. La 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 la. Einmal an allen Türen rütteln, weil das so viel Spaß macht. Na 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 na. Und weil ich dadurch Erfahrungen anscheinend sammeln kann, denn mein Level erhöht sich. Was auch immer das mit Level 2 und so jetzt zu tun hat, aber gut. Ob man wohl mehr herausfinden kann, wenn das Observation Level höher ist? La 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 la. Ich untersuche die Türen. Ich untersuche die Türen. Ich untersuche die Türen, denn das macht so viel Spaß. So, jetzt untersuche ich mal den Typen hier. Hallo, kleiner Zwerg, wer bist du? Oh, he's the ultimate tennis pro. Du hast eine sehr tiefe Stimme, warum das? Er ist so klein und hat so eine tiefe Stimme. What the fuck is that? What the heck? 超高校級のテニス選手と呼ばれた星龍馬はもうどこにもいねえ。オッケー。ねえ、それアルティメイトベースボール。かな。俺はその慣れの果てだ。オッケー、okay. okay, wenn du das meinst, Ryoma, Hoshi. I seen you in the newspaper before, I think. The tennis
tennis prodigy who single-handedly took down a mafia. You took down a mafia by yourself? Au. Hosen tat grad sehr weh. Moment, ich trinke mal kurz was. Oh. Oh. Okay, jetzt sollte es ziemlich wieder gehen. Using his steel tennis ball, he blew a hole through their heads one by one. What the hell? Really? So you know that much already. Well, what do you think of the loser before you who used his talent to kill? But why would you throw away your future like that? Because I didn't need a future anymore. Huh? No, it's nothing. It's not like me to talk so much. Anyway, I'm warning you. It's dangerous to just walk up to a killer like me. As he said that, he turned his back to us. Okay. Der Typ ist seltsam. Den kleinen Kerl mag ich nicht. Den mag ich jetzt schon nicht. Kiyomi! Hallo! So, komm, geh zum Papa, ja? Geh zum Papa. Geh zum Papa. Geh. Nein, ich hab hier nichts mehr. Ist alles leer. Oh, sie ist die Ultimate Maid. Das ist ja auch mal was. Kann man die irgendwie kaufen? Ich hätte die gerne bei mir. Wow, the Ultimate Maid sounds like a really cool tenant. Even among the new students, Kiyomi has a reputation. She's clear-headed, good at sports, an excellent student and a maid as well. In fact, she's so perfectly set that she can complete any request. What? She's that amazing? Jeez, you're exaggerating. I will not complete any request. That is asked of me. I once received a request to annihilate a rival nation. But as it was impossible, I rejected it. But being requested to do that is pretty impressive on its own. Rumor has it she was also bodyguard for head of state. I have only been employed as a maid, not a bodyguard. But you've been hired by so many important people. You're like a super maid. She's how I imagine the ultimate maid to be. Not only is she talented, but she's composed. Ich mag sie, sie ist sehr ruhig und zurückhaltend, das mag ich an ihr. Aww, sie sieht ja süß aus. What's your name? Sie ist ein Cosplayer! Ich mag sie jetzt schon! Sie ist die ultimative Cosplayerin! Ich kann sie mir ein paar Tricks beibringen. Cosplayer? Are you surprised? I get it a lot since I'm so plain.
I mean, it sort of makes sense. You have a strange, almost pheromonal scent about you. I bet anyone who looks at your body can tell that your pheromones are off the chart. I don't really like being watched by people. I just like making cosplay. I'm fine with others wearing them. Nein, du musst sie austragen, sonst bist du nicht die ultimative Cosplayerin. Dann bist du eher die ultimative Schneiderin. But lately, more cosplayers are putting themselves before their characters. So da ja. I'd rather wear my outfits myself with love than give them to such people. Wow, you're pretty intense. It makes me happy when I get to show people the outfits I've made. And thanks to my sponsors, I can use materials that are just plain expensive. Well, of course the ultimate cosplayer would have sponsors. It's not a big deal. People just crowd around like I'm a panda at the zoo. That's so amazing. You're pretty much a celebrity, you know? Kann die mir bitte auch was nähen? Ich kann nicht so gut nähen und ich hätte gerne mal so selbstgenähte Cosplays. Weil so gesehen, die ganzen Cosplays, die ich habe, sind an sich selbst genäht, nur ich habe sie nicht selber genäht. Auf dem Master ist selbst genäht. Irgendwer hat es selber genäht. Ja. Wobei, die selbst nicht so, ne? Ja, ist egal. This must be the dormitory for the new students. No shit, Marco Po. Das hab ich mir auch schon gedacht. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Nun gut. Let's go outside again. Und dann reden wir mal mit Hinata. Hajime Hinata. Hallo. Du bist der Typ aus dem zweiten Teil. I wonder if that person's an ultimate student. I should go ask. Huh? Oh, hey Makoto, something wrong? Hajime, this is Kaede Akamatsu, the ultimate pianist. He's also your upperclassman at Kaede. Oh, he's another upperclassman? I better turn on the charm then. I'm Kaede Akamatsu. Nice to meet you, sir. My name is Hinata Hajime. Also wenn nicht sonst noch irgendeiner aus dem ersten Teil auftaucht, ist Makoto quasi der älteste von denen. Also am längsten an dieser Schule von denen. Danach kommt Hajime Hinata. Ja. Hinata hat aber eine sehr hohe Stimme, muss ich sagen. Huch, auch Ultimate Fragezeichen? Warum das? You think you're a great ahead? What do you mean by that? Well, I don't really have an ultimate talent like the rest of you here. Huh? You're not an ultimate? Well, Hajime, we have seniority, but she's the protagonist this time around. Protagonist? Durchbreche ich gerade die vierte Wand? What the fuck is going on? So da na. Oh well, if that's the case, then I guess you're an underclassman of mine. Feel free to talk to me if you got any problems, Kaede. Thank you very much. I thought only the ultimate students were gathered here, but I guess it's not the case. And also, what did they mean by protagonist? What did they mean? What does it mean? Ah! Erstmal einmal schreien und im Kreis drehen, damit man den Kopf freikriegt. So! Hello, Angie! You look so cute! Who are you? Ooh. Schicke Bikini. Cute. Sind das Pinsel? Bist du eine ultimative Künstlerin? Jaha!
ist die süß. Ich mag sie. Hau Anja. Kachira wa Yonaga Angie da yo. Choko Kokyo no Bijutsu bu nano da. Yonaga Angie. Oh mein Gott, ist die süß. So niedlich! Ultimate Artist! Ich hab's doch gesagt, sie ist so eine ultimative Künstlerin! Ich hab's gut erkannt! The God of My Island, Artura, is always with me, speaking to me with his divine voice! Oh, well, she's suddenly devout! Do you specialize in painting or sculpting? I do both. I draw drawings and I sculpt sculptures. But Artura is the one who makes the art. I merely offer my body as a vessel. How divine! I see. That's interesting. If you don't mind, can you show me some of your artwork? Of course! In return, will you make an offering? An offering? Every Monday and Wednesday morning on my island, a Wednesday? Wednesday, yeah? Wednesday. A truck comes to collect offerings. That sounds oddly similar to putting out the treasure for pickup. Don't worry. When I say offering, I just mean a pint or two of your blood. Don't worry? Moment, sind wir mal Blut? Ich finde jetzt nicht mal ganz so süß, wie ich zuerst dachte. I'm a bit anemic, so I'll pass. I don't know if she's friendly or not, but she's not easy to approach. Sie ist auf jeden Fall sehr eigen. Weg hier! Oh Moment, das war die falsche Richtung. Weg hier! Hallo. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ich glaube ein Junge. Vom Körper her ein Junge. Aber er hat sehr weibliche Augen. Trägst du Make-up? Jungtoilette! Ich war schon immer... Oh mein Gott, man darf ja nicht mal auf die Mädchentoilette. Holy shit. I can't go in there. Warum nicht? Geh auf die Jungstoilette los. Ich weiß, du willst es doch auch. Du willst es auch. Geh da rein, verdammt nochmal. Okay, dann nicht. I'll just wait here. I feel like I made this situation awkward. Aber Marco, du komm doch mit rein. Ich meine, wir sind doch unter uns. Hello, whoever you are. You look nice. Ich mag dein Outfit, Mädel. Nee. Hey, what are you looking for? Misse, bitte. Don't sneak up on me, bitch. Oh, great. She's crazy. Sieht man schon an ihren Augen. Die sehen ein bisschen verrückt aus. Na gut. I literally just met you, and you've already called me a bitch. Nee. Hey, your vulgar language is uncalled for. Just who are you anyway? Huh? Seriously? You don't know who I am? Okay, gorgeous girl. Naja, nicht mehr mit der Aussprache und mit diesem crazy Look, aber gut. Ultimate Inventor. Okay, if you say so. Wenn du davon überzeugt bist, von mir aus. I've never heard of you. So, what kind of things do you invent? I make all kinds of gadgets, ones that... Let you type while you sleep, read while you sleep, even ones that let you eat while you sleep. Also bin ich quasi ein Roboter, wenn ich schlafe, weil ich alles für selbstständig mache oder was? Sowas stellst du her, erfindest du? Das ist unheimlich.
Und Alter, kannst du bitte was anderes unter deinen Brüsten tragen oder so ein bisschen weiter runter schieben? Ich meine, die werden so hochgedrückt. Ich meine, da werden wirklich eine wenige Strafe, aber what the heck, girl? What's the actual F? Why does everything involve sleeping? I was inspired after I realized how much time people waste on sleep. So, this one time I invented these really stupid eye drop contact lenses as a gag. Wait, really? Is that your invention? Some of my friends wear them! Your friends sound like total plebs. That invention was nothing. Ach nein? Wenn so viele Leute benutzen, dann kann es ja nichts sein, aber gut! Das Mädchen regt mich irgendwie auf, ich weiß nicht. Ich will mit ihr nicht mehr reden! Hör auf mit mir zu reden, ich will woanders hin! It doesn't make you more productive while you sleep, so it was a failure, just like you. I signed the patent rights over to some company and never looked back. That seems like a waste. It's way better than you do stuff while sleeping inventions. Und warum bin... Die haben mich gerade eben beleidigt, oder? Was auch ist das? Okay, was kann ich alles untersuchen? Nur den Monitor. Schade. Ja, wieder ein Monitor. Great. Hier ist uns echt nix. Na schön. Yes, I want to leave. Vor allem, weil mir das Mädchen überhaupt nicht gefällt. Ich mag sie nicht. Tschüss. Thanks for waiting, Makoto. No problem. Shall we? Nö. Ich bleibe jetzt auf ewig in diesem Badezimmer, auch wenn er diese komische Tussi ist, die mir Angst macht. Hallo, Shuichi. Shuichi Saihara. How did I get level 3? Ja. Hallo! Nee. Hey, are you a freshman in this academy too? Yes. I don't remember much, but it appears that is the case. Which means you have an ultimate talent as well, right? Saihara Shuichi desu. Ichio, chou koukou kyuu no tante ってことになってるけど. Gott, ist der süß! Ist der niedlich! Wie waren denn die Typen hier alle so cute? Außer der kleine Zwerg, der mag ich richtig. Aber den mag ich auch! Und er ist der ultimative Detective! Yay! Cool! What? You're a detective? That's amazing! No, I don't have the credentials to call myself a detective yet. I just happened to solve a case that I came across and now people call me that. Mm-hmm. Not many people can just happen to solve a case. You should be more proud of yourself. So, so. Oh yeah, my name is Kaede Akamatsu. I'm the ultimate pianist. Nice to meet you, Shuichi. Nice to meet you too. Oh, der ist total schüchtern und niedlich und ich mag ihn jetzt schon. A detective, huh? He doesn't look that reliable, but maybe I can talk to him if I have a problem. Yay! Ich werde auf jeden Fall mit ihm reden, weil ich ein Problem habe. Ich bin wieder in ihm drin. Ich kann wieder aus, dass ich von den Typen bin. Ganz ehrlich, das ist unheimlich, wenn ich hier reinlaufen kann. Ugh. Ich mag ihn jetzt schon. Ich mag dich. Tschüssi. So. You're creepy. You're creepy. No. No. Oh. Ich gehe nicht zu dir. Du bist unheimlich. Hau mir an zu starren. Ich habe Angst, ihm den Rücken zu drehen, dass er mich aussticht. Ugh. You're creepy. Hau mir an zu starren. Wow. Hi, du bist aber süß. Maki, das ist die Turnhalle, da sollten wir noch nicht reingehen. Gut, dann rede ich mit dir als letztes, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Tschüss, lass mich durch. Mag dich nicht. Hier sind kaputte Fernseher.
Ha, gehen wir doch mal hier rein. Warehouse! Was machst du da? Oh, wir sind aber... What the heck? Hey, wait for me! Please stop, don't come any closer! That boy in white is chasing that other boy in the funny clothes. What's happening here? Das frage ich mich auch gerade. Was geht hier gerade ab? Was ist hier los? Leute, was macht ihr für einen Aufstand? Ah. Hello, Makoto. What a huge warehouse. You could find anything you want in here. Das klingt nicht gut, aber gut. Hmm. Looks like a high jump bar for track and field. Is this place also a PE storage room? Wer weiß, keine Ahnung. Hurdles. Maybe we use these hurdles for PE class or something. It makes sense that the school would have this. But then why does it feel so out of place for me to me? Keine Ahnung. Mutton. I wonder if we use the gym mat for any PE classes. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind das Mordwaffen. Denn wer es noch nicht weiß, hier werden Leute umgebracht. An RC Helikopter? What is doing in a school warehouse? Um Leute umzubringen. Gott, Mädel, du bist so blöd. Und wieder ein Monitor. Yay. So, reden wir mal mit. Reden wir erstmal mit K1B0. Yamete kudasai! Come on, wait up! Let me touch your body a little. I've always wanted to be friends with a robot. What? A robot? What is it? Are you another robophobe? I have a recording function. If you make any robophobic remarks, I will see you in court. Wait. You're a robot? Are you for real? A robot? I am not just any old robot. Kibo. Kibo. Okay. Wenn du das möchtest, nenne dich Kibo. Ist mir sowieso lieber als K1B0. Kibo. Cute. Ultimate Robot, darauf wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Was da? Was denn? Puzzle. Ultimate Robot? That's not fair. You can be the only one who gets to show off. I'll introduce myself too. Oh, go ahead. Ich bin Zeus. Warum sind die alle hier so süß? Ore wa Oma Kokichi da yo. Chou Koukou-kyuu no Soutou nan da. Ultimate Supreme Leader? Okay. Was darf ich mir darunter vorstellen? Und sein Nachname klingt lustig. Oma. A robot and Supreme Leader? Neither of them make any sense. By the way, I learned the hard way that a robot's breath smells like gasoline. My breath does not smell like gasoline. I am powered by electricity. Electricity. I'm just kidding. You're not funny. Of course you don't think I'm funny. Robots can understand human humor to begin with. Oh mein Gott, ich finde die beiden jetzt schon drollig. Oh. Ich mag die beiden jetzt schon. Ich habe den einzigen von den Jungs bisher nicht mag, ist dieser kleine Typ da. Don't mock me. I have studied the complete history of stand-up comedy. Ja. So, da bin ich wieder und der Part ist jetzt schon mega lang. Der ist fast eine Stunde lang, deswegen ich überlege, ob ich den Part erstmal beende. Weil, ich werde die Demo dann wahrscheinlich demnächst nochmal aufnehmen, beziehungsweise weiter aufnehmen.
Ich werde dann nur eben halt wahrscheinlich bis dahin spielen müssen. Ich werde noch eben kurz das Gespräch sein und dann... Ja. I think you should have just watched stand-up comedy instead of studying it. Plus, I may have the appearance of a robot, but I am a high school student just like you. You're a high school student? I was created by Professor Itabashi, the leading authority in the field of robotics. He installed in me a strong AI capable of learning and measuring like a human brain. That's why, at the time of my creation, I didn't know anything. I was like a baby! But the professor raised me like I was his own child. He taught me so many things, until finally he enrolled me in high school. And now I stand here before you all. See? I'm just like everyone else! Hey, do robots have a have dicks? Please do not ask ridiculous questions! Die Frage würde ich aber allerdings auch stellen. Haben Roboter eigentlich Genitalien wie Menschen? Weil wenn er menschlich sein soll, müsste er doch Genitalien haben, oder nicht? Ich fand die Frage von dem Menschen echt gut. Do robots have dicks? Haben Roboter das? Ich finde seine Lache süß. I only ask for it because your backstory is pretty flaccid for a robot. I mean, just being a robot is probably enough to claim the title of Ultimate Robot. Hey, Kokichi? I don't really understand your Ultimate Supreme Leader talent. Oh, I'm just the Supreme Leader of an evil secret organization. That's all. Marry me! Heirate mich! Ich bin dein allein! Ah! What? I gotta say, it's pretty impressive. My organization has over 10,000 members. Seriously? The supreme leader of an evil secret organization? Who knows? I am a liar after all. What? Oh, ich liebe den Typen! Gott, willst du mich heiraten, Junge? So you were lying just now? Well, I am the supreme leader of an evil secret organization. That part was true. So, were you lying or not? I'm not telling you! Warum erinnerst du mich gerade an Bill? Irgendwie macht der Typ mir Angst, aber ich mag ihn! Ultimate Supreme Leader, huh? This is the first time I've met anyone with a talent like yours. Oh yeah, you saw the documents about all the incoming freshmen, right, Makoto? Do you know if Kokichi is telling the truth or not? Yeah. Well, the information on that document may not be complete. You have no idea how many crazy things I've done, do you? If you knew, my subordinates would have eliminated you a long time ago, Makoto. Ich mag ihn immer mehr. Ich bin seltsam, aber ich stehe dazu. Hey, everything you said so far has sounded like a lie. So that's gotta be a lie too, right? Just leave him alone. Everything he has been saying has been a lie. He's a far more suspicious person than I am, that's for sure. Well, of course you're not a suspicious person, because robots aren't people, silly. Oh, you mad? Are you gonna hit me with a rocket punch? Er scheint auf jeden Fall ein totaler Robot-Fanatiker zu sein. Kann das sein? Ich mag ihn! I don't have that function! Oh man, you're boring. What a weird guy. He's like a mischievous little kid. This is no time to be joking around, unless he really is an evil supreme leader? Well, das wäre alles, was ich hier drin erkunden kann, also... Gehen wir wieder. Oh, mir ist gerade so übel.
Na egal. Would you like to leave? Yes. Auch wenn ich gerne wieder weiterhin bei dem einen bleiben würde. Er ist so süß. So, was ist hier drin? Dining Hall. Hm. Auf jeden Fall ist die Schule jedes Mal anders aufgebaut. Das ist interessant. Kimiko. Tenko. Warum heißt es so viele Ko? Kaito. Okay, wenn noch einer mit O endet, streich. That's for... Oh, rules. This looks like the rules for the dining hall. Dining hall rules. Feel free to eat anything you like. Clean up after yourself. The dining hall is locked down at night time. Night time? So it's closed at night? What? This door is blocked by barbed wire. The same goes for the classroom windows. Don't tell me all the exits are blocked. Wundern Sie sich darüber, warum das so ist? Hm. Oh, hinter ihr ist irgendwas. Das leuchtet auch. Oh, dadurch komme ich in ein anderes Zimmer. Haha. Interesting. Und wo bin ich denn hier? Hm. Okay. Warte mal, kann ich mit Kuh nicht irgend... Ich konnte auch irgendwas mit Kuh machen. Was? Wow. Bam. 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 Shoot, shoot, shoot. Was bringt mir das jetzt? Kriegt halt irgendwelche Geheimnisse? That would be funny. Bam, 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 bam. Whee! Ich schieß alles weg. Okay, komm, ich hab alles weg. Bam! Okay, nichts Geheimnis gefunden. Schade. Hier kann ich nicht mehr schießen, schade. Reden wir erstmal mit Kaito. Ultimate Astronaut? Sowas gibt es? Na, von mir aus. Hi, freut mich dich kennenzulernen. How about it? I'm Astronaut. Isn't that cool? Yeah. I've never been to space, so I don't know much about it. Well, of course. Not just anyone can get up there. I may be an astronaut, but I'm actually still in training. Oh, I see. So you're still a trainee. But I'm the first teenager to ever pass the exam. I mean, normally you need a college degree to even take the exam. Huh? Then how did you take the exam? I had a friend who was crafty. So I had him forge some stuff for me. That's illegal! Yeah, I ended up getting caught. I was in pretty deep shit. Bist du dann wirklich überhaupt ein ultimativer Astronaut oder ist das dann eigentlich nur ein Fake-Astronaut? Keine Ahnung. Na egal. But the people up top let me in since I did so well on the exam. That's reckless! Sometimes you gotta be a little reckless to make your dreams a reality. No way I can wait till after college. I wanna get to space as fast as I can. He sure is energetic. Huh. Erinnert mich irgendwie an die Anfangsszene aus Teil 1. Da sieht man, wie ein Typ ins All geschossen wird. Ich glaube sogar im Manga, so brauche ich meinen Manga. Moment. Space! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich guck gerade hier in den Manga rein und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber wenn man genau hinguckt, der Kerl sieht fast genauso aus wie Kaito. Oh mein Gott, ob der so gut durchdacht ist? Weil es heißt ja auch The Space Journey und die werden alle nach ihren Ultimates quasi umgebracht.
Heißt das hier nicht wirklich, dass der Typ ganz am Anfang von dem ersten Manga und von dem ersten Spiel Kaito ist, der in den Himmel geschossen wird? Wegen Astronaut? Oh mein Gott, das wäre so geil durchdacht, weil er jetzt erst im dritten Spiel auftaucht. Das wäre so cool! Naja, weiter geht's. Hi! Du magst wohl Karate oder so. Oh, du hast eine Glocke am Hals. Wie süß. I must be prepared for combat at all times. Just in case someone tries to attack me. Penny! I will protect myself with Neo Aikido. Moment, wollte ich den Part nicht beendet haben? Egal. Aikido? Daniel? Ah, hi! So nan desu. Die Ultimate Aikido Master. Das klingt cool. Das hätte ich sehr stark. Ah, I always imagine Aikido Master to be huge, burly guys, but you're so cute. Cute? Stop it. I'm not cute. Oh, sie ist süß! Sie ist super süß! Ah, guck mal, wie niedlich sie ist! Sie wird total rot und sie ist so süß! Oh, ist sie niedlich! My face twinkles when I suck down a shake. And when I wipe my face, my eyelids turn inside out. I see. But I think you're cute. Right, Makoto? What? Don't answer that. What's the matter? Your face just went blank all of a sudden. I don't like to be praised by degenerate males. Degenerate males? You mean men? Are you uncomfortable around them? Uncomfortable? It's a way bigger problem than just being uncomfortable. Okay, sie mag keine Typen. Du bist aber nicht Tokus 2.0, oder? Das wäre nicht gut. Ich mochte Toko. Ich mochte auch Genocide Jack, beziehungsweise Genocide Jill. Aber bitte, ich brauche keine zweite Version davon. If any degenerate tries to touch me, my reflex is to grab them and throw them across the room. You're right. That is a way bigger problem than just being uncomfortable around men. By the way, what is this Neo Aikido you mentioned? Neo Aikido is an original form of Aikido that my master and I completely made up ourselves. So, your Aikido is all self-taught. Ich mag sie. Und ich glaube, Anakin will schlafen. Hat seinen Affen angemacht. Makoto, alles gut? Keine Ahnung, unten in seinem Zimmer? Was weiß ich? These are all new students, just like you, Kaede. Why didn't you say hi? Makoto ist quasi mein Guide-Führer. Interesting. My senpai! Now I have to kill you in Yandere Simulator. Okay, ich sollte wirklich langsam eine Part beenden, aber ich will nicht. Ich wollte euch eigentlich in einem Rutsch die komplette Demo zeigen. Das Problem daran ist, dass das Video wahrscheinlich eine Stunde lang wird. Wahrscheinlich ist es schon eine Stunde lang. Und das ist blöd. Ich meine, ich glaube nicht, dass ihr euch das überhaupt bis hierhin jetzt angeguckt habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt bis zum Ende angucken würdet. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt diese Hälfte gesehen habt. Und deswegen sprechen wir beim nächsten Mal mit Himeko, der süßen kleinen Hexe hier drüben. Also, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn er euch gefallen hat und ihr bis zum Ende durchgehalten habt, hinterlasst es doch in den Kommentaren. Schreibt am besten I'm a bitch, baby, ich hab's durchgehalten oder so. Okay, schreibt bitte nicht bitch. Bitch ist kein schönes Wort. Keine Ahnung. Ich bin eine Banane, ich hab durchgehalten oder sowas. Das schreibt ihr bitte in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr bisher Danganronpa 3 findet. Ich find's bisher schön. Ich mag die Charaktere sehr, bis auf den kleinen Zwerg, den mag ich überhaupt nicht. Und ja,
Bis zum nächsten Mal dann. Bye bye. Hey Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir und auf den schönen Knopf. Das würde uns super viel helfen, vor allem mir. Und ja, schaut euch doch ruhig auch mal meine anderen Let's Plays an. Ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Also, ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!